Hallöchen und willkommen hier zurück zu Assassin's Creed Origins. Ja, wir sind hier immer noch in Jammu unterwegs, in der Nähe von Alexandria. Und Bewegung! Los! Wir werden schon wieder zur Seite gedrängelt hier. Was ich gerade sagen wollte, wir müssen hier noch unseren Freund besuchen. Einen bekannten, befreundeten Priester hier im Tempel des Sachmet. Oder der Sachmet ist ja eine Sie, also eine Göttin. Die Göttin des Krieges, glaube ich. Oder der... Oder des Schutzes vor Krankheit, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Irgendwas hatten die letztens erwähnt, keine Ahnung. Ich habe immer noch dieses komische Ausrufezeichen. Gucken wir uns dann später mal an. Erstmal gehen wir hier zum Tempel und schauen mal, was da so los ist. Ja, ihr hattet ja übrigens kommentiert, dass ihr gerne... Einige von euch, natürlich nicht alle logischerweise, aber einige von euch hatten kommentiert, dass ihr gerne 2 Folgen pro Tag sehen wollen würden. Das werde ich tatsächlich ab sofort machen, wenn ich es zeitlich einrichten kann. Und die Folgen werden heute vielleicht noch etwas kürzer sein, ansonsten dann wieder wie gewohnt eine halbe Stunde. Denn wir hatten gestern einfach viel zu viel Stress, waren noch unterwegs gewesen, von daher wenig Zeit zum Aufnehmen. Aber nichtsdestotrotz ist gerade 4 Uhr morgens in der Frühe extra für euch noch eine Aufnahmesession. Und jetzt reden wir erstmal mit unserem Kumpel hier. Bayek, welch glückliche Fügung. Ich dachte, es dauert Jahre, bis wir dich wiedersehen. Friede sei mit dir, Menehet. Wie geht's der Familie? Die Kinder werden mit jeder Minute größer. Meine Frau und ich haben alle Hände voll zu tun. Und du? Gibt es was Neues zu... Nein. Ich vergesse mich. Es gibt so vieles in deinem Leben, worüber man besser nicht spricht. Hallo Katze. Vergib mir. Ich sehe an deiner Kleidung, dass du befördert wurdest. Ah, ja. Der Hohepriester in seiner Gnade machte mich zum Stellvertreter. Und er hat noch viel mehr als nur meinen Rang verändert. Du musst dir den Tempel ansehen. Bekomme ich eine Führung? Natürlich, natürlich. Wann immer dir danach zumute ist. Ja, Mensch, ich würde sagen, dann folgen wir unauffällig. Möchtest du jetzt eine Führung durch den Tempel? Nach dir, Menehet. Oder heißt es Diener der Göttin? Menehet reicht völlig. Schließlich gehörst du zur Familie. Das ist keine traurige Ruine mehr wie beim letzten Mal. Jammu veranstaltet jetzt regelmäßig Zeremonien, die unseren urigen Lebensstil zeigen und die viele Besucher mit mehr Gold als Verstand anlocken. Ah, diese Beschreibung passt auf jeden aus Alexandria. Ist das mit deinem Glauben vereinbar? Ich gebe zu, ich fühle mich nicht ganz wohl dabei. So, irgendein Ritual, was wir gerade durchführen, keine Ahnung, werden wir gleich sehen. Wahrscheinlich irgendwie zur Huldigung der Götter. Oh, schade, ich dachte, die schubsen ins Wasser. Lautlos wie Geister. Onkel Bayek, Onkel Bayek. Hallo, Onkel. Juwelen meines Lebens, wieso seid ihr nicht bei eurer Mutter? Nimm mich hoch, Onkel Bayek. Na, wisst ihr, man muss einen Mann nicht von hinten angreifen, wenn man 4:1 in der Überzahl ist, ha? Du hast doch gesagt, verschafft euch jeden möglichen Vorteil gegen einen gefährlichen Feind. Ja, ja, ja. Und ich bin besonders gefährlich! Versteckt euch, denn der Wanderer verfolgt eure Fährte! Ist mal schön, die Kinder ärgern, wunderbar. Na super, jetzt darf ich erstmal die Kinder suchen. Okay, dann holen wir uns mal ein bisschen Hilfe hier von Zenu, um die Kinder zu lokalisieren. Ist natürlich ein bisschen gemein den Kindern gegenüber, aber dafür können sie ja nichts. So, wir schauen mal ganz kurz. Oh, da ist noch jemand. Und hier drüben. Okay, sehr schön. Gut, hätten wir die Kinder lokalisiert. Einmal kurz einsammeln gehen, die kleinen Racker. So, was haben wir denn hier? Die Kleine scheint hier irgendwie... Hallo? Was machst du denn da unten, Mensch? Geber! Was im Namen der Götter machst du da unten? Ich wollte mich verstecken, aber jetzt komme ich nicht mehr raus. Ich habe Angst. Ganz ruhig. Ich helfe dir da raus. Ja, okay, das sollte natürlich nicht das Problem sein. Wahrscheinlich kommen... Ja, ist das hier eine Wand, die man kaputt machen kann? Ah ja. Durchbricht die Wand. Alles klar, steht auch dran. Machen wir mal eben das kleine Kind retten. Danke, Onkel Bayek.
So, jetzt aber ab nach Hause. Geh sofort heim zu deiner Mutter. Sie macht sich schon Sorgen. Okay, Kind Nummer 1 hat man gerettet. Ansonsten haben wir hier vorne noch 3 Markierungen. Die sammeln wir auch eben in die kleinen. So, einer oben irgendwo. Hier vorne streucht noch jemand rum. Du hast mich. Jetzt versteckst du dich. Komm lieber hier weg, Nyla. Du stehst doch den Priestern im Weg. Okay, Nummer 2. So. Oh, Entschuldigung. Ansonsten hier hinten, hinterm Tempel noch jemand. Wie kommen wir da hin? Gleich mal schauen. Ah, hier geht's durch. Sehr schön. So eine Babysitter spielt als Onkel Bayek. Nyla. Naja. Verfolgst du mich? Ohne mich verläufst du dich noch. Bestie, gleich findest du ein Ende durch die Hand des mächtigen Soris. Kind, komm weg da. Oh Gott, geh doch mal. Soris, bleib zurück! Aus dem Weg, Kind. Ohne mich verläufst du dich noch. Das ist ein großer Tempel. Das ist ganz schön todesmutig hier, die kleinen Kinder. Und da oben, oh, Dach oben. Oh mein Gott. Dein Vater will, dass du heim... Asena, du musst jetzt runter hier. Von hier hat man einen wirklich guten Blick auf die Sterne. Nur die Priester dürfen sich hier aufhalten. Und das weißt du. Ja, aber ich wollte sehen... Still, komm jetzt runter. Wir beobachten die Sterne am Flussufer. Dein Vater will, dass du... Das war das letzte Kind. Ich sage Menehet, dass die Kinder sicher sind. Okay, das ging gerade nochmal gut. So, dann einmal zurück zu Menehet gehen, um Bericht zu erstatten. Und die kleine Racker gefunden, kann er sich wieder beruhigt seinen Aufgaben hier im Tempel widmen. Und ich frage mich, was das für ein Symbol ist, da rechts an der Seite am Bildschirm. Seht euch das an! Es gibt Betrüger auf eurem Markt! Und ihr sagt, ihr könnt nichts unternehmen? Mit den Marktgeschäften habe ich nichts zu tun. Sprecht mit dem betrügerischen Händler. Priester, ihr seid ebenso falsch wie eure Mumien. Okay, haben wir, glaube ich, wahrscheinlich den nächsten Auftrag direkt. Ja, wie gesagt, das eine ist ein Handwerkssymbol, der Hammer da. Das bedeutet, ich kann also meine Ausrüstung verbessern, so dadurch, dass ich irgendwie genügend Leder oder Erze gesammelt habe, sonstiges. Und das darüber, das weiß ich halt nicht, was das bedeutet. Das konnte ich jetzt noch nicht rausfinden. Menehet, deine Brut ist wieder sicher zu Hause. Danke, mein Freund. Was wollte der von dir? Diese Besucher, sie erwerben religiöse Objekte und sind verärgert, wenn es in unserem Dorf keine toten Katzen mehr zu kaufen gibt. Ich bin zwar kein Händler, aber die Betrogenen lassen ihren Ärger leider meistens an mir aus. Das schreit nach einer starken Hand. Okay, Quest abgeschlossen. Ansonsten ganz kurz schauen. Wir haben hier noch ein Papyrus in der Nähe, ein Papyrus-Rätsel. Das holen wir uns mal eben. Wir schauen mal kurz oben irgendwo. Alles klar. So, kommt man hier irgendwie auch hoch mit einer Treppe oder... Ne, wir können einfach hochklettern. Passt ja auch ganz gut. Na, komm nach oben, Freundchen. Hallo? War das hier nicht irgendwo? Moment, ich muss mal kurz auf die Karte schauen. Aber das ist doch hier genau in der Nähe. Aber ich sehe es halt auch gerade gar nicht. Oder ich bin blind, das kann natürlich auch sein. Ach, hier drüben. Alles klar, Mensch. Okay, fruchtbare Länder. Einige hundert Meter nordwestlich des Sachmet-Tempels in Yamu am Mariotsee gibt es einen tollen Ort für ein Rendezvous. Er ist voller Dattelpalmen und umgeben von der Wüste und einer steinernen Umrandung ohne Ausgang. Dort findest du mich. Alles klar. Ein paar hundert Meter nordwestlich von Sachmet oder beziehungsweise dem Sachmet-Tempel. Irgendwo hier oben. Die Frage ist, wie viel einige hundert Meter sind. Also hier könnte irgendwas sein. Ist das hier? Schönes Bild auf jeden Fall. Also hier könnte man vielleicht gucken. Das sind auf jeden Fall Palmen zu sehen. Hier sind irgendwelche Umrandungen, glaube ich. Oder es sind Wege. Vielleicht auch ein Weg. Oder hier oben. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Wobei das eher Richtung Norden ist, anstatt Nordwesten. Naja, wir gucken mal. Ist ja noch nicht
aller Tage Abend. Das heißt, wir können auch ein bisschen rumkundschaften. Hier drüben haben wir auf jeden Fall noch ein paar Schiffe, die wir erkunden können. Ich bin gespannt, was da zu finden gibt. Und generell, hier ist auf dem Meer ist einiges los. Alles klar. Gut. Dann schauen wir mal kurz, was der komische Typi da am Markt wollte, der sich beschwert hatte, dass es irgendwie nur gefälschte Mumienkatzen gibt. Also. Und dieses komische Ausrufezeichen hier, diese türkisfarbene Quest haben wir auch noch. Was ist hier vorne? Was ist das denn eigentlich? Räche Nicknash 08. Ich gehe da jetzt mal hin. Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt nicht. Das sind 170 Meter. Schauen wir mal, was da los ist. Wobei es mir so ein bisschen Sorgen macht, dass da ein Totenkopf zu sehen ist. Ein Totenkopf bedeutet eigentlich immer nichts Gutes, denn das heißt eigentlich, dass die Gegner zu hoch sind vom Level. Allerdings, ja. Wenn wir gleich sehen, wenn sie zu hoch sind, dann hauen wir einfach ab. Die Katzenmumien sind gefälscht! Okay, liegt auf jeden Fall schon mal eine Leiche rum. Das scheint ein anderer Spieler zu sein. Und ich habe das jetzt mal angenommen. Gib den Weg vor. Wo bin ich hineingeraten? Oh, das wollte ich natürlich nicht. Ich weiß immer nicht, was das für eine Taste sein soll, diese komische Taste, die angezeigt wird. Und halt nur vor allem, ich weiß, dass die Tab-Taste ist, aber das ist ja natürlich nicht die richtige Taste. So, wir schauen mal ganz kurz. Wir haben hier irgendwie eine Markierung auf der Karte. Und zwar, was haben wir denn hier Schönes? Nick Nash ist im Kampf gefallen und es ist an dir, Rache zu üben. Finde und töte den oder die Schuldigen. Kann es sein, dass man da NPCs töten muss dafür? Gute Frage. Gut, aber wir gehen trotzdem erstmal hier zu dem Ausrufezeichen und schau mal, was da los ist. Das sieht aus wie von einem Kind gemacht. Meine Schwester hat eine Statue bei dir gekauft, die in zwei Teile brach. Ja, man hört schon, die Dorfbewohner sind nicht so zufrieden. Hast du auf deinen Reisen mein Totenbuch gesehen, Magi? Ich habe es mir in Memphis gekauft. Nein. Wie hast du es verloren? Banditen. Sie kamen aus den Dünen in der Nähe. Als ihr Anführer sah, wie wichtig es mir ist, hat er es mir entrissen. Ich dachte, mein Herz bleibt stehen. Ich kann helfen. Ich fürchte sie nicht. Ich habe für jemanden wie dich gebetet. Das Buch wird mich mit der Seele meiner Frau vereinen. Da bist du ja, Vater. Wir gehen nach Hause. Aber der Magi wird mir helfen. Ach ja? Du willst dein Buch finden? Falls du das wieder erwarten tust. Danke. Gut, naja, mal schauen, wo wir das Buch dann finden. Wir werden auf jeden Fall danach suchen. Hast du gehört, wo die Banditen hin wollten? Dauert so ein Sekündchen. Oh, der Anführer sagte, sie treffen sich bei der Nekropole, glaube ich. Wir wohnen in der Nähe. Ich werde nicht nach Hause gehen, bis ich... Hallo, wer bist du denn? Nomadenwasser, alles klar, aber... Magi, großer Krieger, komm! Ich verkauf dir, was du willst. Du brauchst was, ich hab es. Wenn ich es nicht hab, brauchst du es nicht. Reda hält dir den Rücken frei in diesem verlassenen Land. Du bist doch nur ein Junge. Wie bist du an so einen Schatz gekommen? Gepflückt vom uralten Sand der Wüste, den versunkenen Schiffen des Nils, von Hand veredelt von Jungfern der Götter. Waffen geschmiedet in nubischen Minen, persische Juwelen und assyrische Schätze. Ich hab sie alle! Verstehe. Ja, so reden kann er schon mal. Du bist mal weit gereist für dein junges Alter. Kann man sagen, Neb. Ich habe schon sehr viele Wüsten mit meinem Kamel durchquert. Lass mich sehen, was du hast. Komm, sieh dich um. Wenn du willst, guter Neb, habe ich auch noch andere Aufgaben. Okay, was haben wir denn hier? Nomadenbazar. Das Kamelsymbol zeigt ja den Standort von Reda, dem Händler. Reda hat zahlreiche, sehr seltene Gegenstände im Angebot, also besuche ihn regelmäßig. Da sich sein Sortiment jede Woche ändert, heißen. Außerdem bietet Reda an jedem Tag eine neue Quest, bei der es darum geht, Menschen in Not zu helfen. Beende sie, bevor die Zeit abläuft und du wirst großzügig für deine Mühen belohnt. Okay, das klingt schon mal gut.
Dann gib mir doch mal bitte eine Quest. Was hältst du davon, dich um ein Banditenproblem zu kümmern? Alles klar, mache ich. Ansonsten können wir hier noch kaufen. Was haben wir denn schönes Angebot? Kohlenstoffkristalle können wir kaufen. 3000 Drachmen das Stück. Das ist natürlich echt teuer. Und eine Hekatruhe. Mysteriöser Gegenstand enthält eine zufällige Waffe oder einen Schild. Öffnet sich nach dem Kauf automatisch. 3000 Drachmen ist arschteuer. Habe ich natürlich nicht. Ich habe nur gerade 5. Also hätte ich schon, aber es lohnt sich nicht. Zumindest nicht, wenn man nur 5600 oder irgendwas hat. So, die kommen mir entgegen, oder? Was ist denn los? Guti, dann würde ich sagen, wir reiten mal in Richtung der Markierung und schauen mal nach, was denn da los ist. Ob wir da irgendwie Rache üben müssen an irgendwelche NPCs, um den Spieler zu rächen. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Wäre mal eine coole Option, muss ich sagen. Das sind auf jeden Fall mehr Gegner, 3 Gegner oder sowas mindestens. Wir schauen mal. Es muss aber irgendeine Art Patrouille sein, sonst wäre der Spieler nicht unten in Yamu gestorben, in der Nähe des Marktplatzes. Und hier oben sind jetzt auf einmal die komischen Reiter, oder was auch immer das sind. Also anders macht es gar keinen Sinn. Moment, bist du hier? Du hast Holz. Moment, Freundchen. Nein. Moment, dich nehmen wir erstmal mit. So, keine Patrouille gesehen. Sehr schön, dann nehmen wir gleich das Holz mit. Wunderbar. Denn Holz scheint irgendwie ein echtes Problem zu sein. Es gibt nicht viele Karawanen, die Holz transportieren. Auf den Schiffen ist, glaube ich, ein bisschen was los, wenn ich das beim letzten Mal richtig gesehen habe auf der Karte. Aber ansonsten schauen wir einfach mal. Deswegen nutzen wir gleich auch hier die Möglichkeiten, um das entsprechend anzugreifen, diese Karawane. Oh, diesen Händler hier. Da vorne kommt ein Eisentransporter, hier ist schweres Leder und hier ist ein Lager. Mit 5 Mannequins. Oh, hier liegt ja noch einer. Oh mein Gott. Okay, dann würde ich sagen, wir schauen mal, was da los ist. Das Schlimme ist, man erkennt immer so wenig, ob die jetzt tatsächlich hocken oder ob die schon stehen. Also gut, stehen erkennt man noch irgendwie, aber... Oh, da kommt ein Reiter. Vorsicht. Okay, der liegt schon mal. Oh, jetzt ist ja noch einer gelandet hier. Unglaublich. Okay, Stufe 9. Oha. Ich meine, der Vorteil ist natürlich, dass die jetzt auch hier schon schlafen. Ich habe übrigens ganz kurz, bevor ich hier loslege, mal ganz kurz zeigen. Fähigkeiten habe ich jetzt schon gelernt hier drüben. Schlafheil, das heißt, wir können niedrigstufige Gegner in Schlaf versetzen und vielleicht können wir das hier einsetzen. Ich wähle das mal aus. So, wir haben auf jeden Fall hier eine Markierung. Wahrscheinlich treffe ich gleich das Pferd. Okay, das ging schon mal voll daneben. Wobei ich gerade mal... Was bin ich denn eigentlich gerade für ein Level? Muss ich gucken, nicht... Ah, Level 10. Es würde also theoretisch gerade reichen für den Level 9 da drüben. Aber ich treffe den... Pinkelt der da gerade hin, oder was? Okay, der schläft schon mal. Oh Gott, ich treffe aber auch nichts hier. Hey, Mann! Schlaf, du Sau! Ein Schnitt noch! Krieg dich! Helft mir mal hier drüben! Jetzt haben wir noch ein bisschen viele Gegner im Start. Reiß dir die Eingeweide raus! Ich habe das beim letzten Mal schon nicht hingekriegt, hier in diesem Schildschlag. Reiß dir die Eingeweide raus! Denn irgendwie, also normalerweise kann man hier mit dem Schild
auch so ein bisschen die Abwehr durchbrechen, aber das scheint hier irgendwie immer ins Leere zu gehen, wie man sieht. Also irgendwie, keine Ahnung. Sehr schön, okay, dann haben wir mal den Ulti gezündet. Adrenalinspiegel war voll. Das heißt, wir können auf jeden Fall mal auf den Ulti zünden. Ich nutze das so selten, weil das relativ selten vorkommt, dass ich den mal voll habe. Okay, sehr schön. Dann gehen wir kurz plündern. Alarm! Was? Alarm! Warum? Weshalb? Was? Das ist der, der aufgestanden ist, oder was? Du hättest nicht herkommen sollen! Hier! Aua. Okay, der haut jetzt ab. Das geht natürlich so nicht. Freundchen. Aua. Sag mal, aua. Sehr schön. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal... Ah, das war der Händler, der noch, den ich vorhin noch gesehen habe mit dem Eisen an Bord. Okay, das ist schon mal sehr schön, dass wir den erledigt haben. Gute Rohstoffe für die Aufrüstung unserer Waffen und Rüstungen sozusagen. Sehr schön. Okay, warum sind die hier markiert? Das sind wahrscheinlich die Ziele, die ich erledigen muss. Was muss ich denn hier machen? Tod bestätigen. Alles klar, mach ich mal eben. Hatten wir ganz am Anfang schon gehabt mit Medulla Moon, wo wir auch den Tod bestätigen mussten, um die Quest zu erfüllen. Ich würde mal vermuten, das sind tatsächlich die Gegner, die den Spieler umgebracht haben. Oh, sehr schön. 250 XP bekommen. Und freie Auswahl bei den Pferden. Sehr schön. Wen nehmen wir denn mal? Komm, dieses gut aus. Nehmen wir dich. Okay, schauen wir ganz kurz auf die Karte. Wir sind gerade in der Nähe vom Geiernest. Dann können wir hier auch gleich die... Ah, Moment. Wir können auch erstmal hier hochgehen. Ah, ich würde mal sagen, da gehen wir erstmal hin und schauen mal nach, ob wir da vielleicht dieses Rätsel lösen können. Also, falls es dort ist. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Aber sieht schon sehr offensichtlich aus. Es ist ungefähr nordwestlich von Yamu, vom Sachmet-Tempel. Also, es könnte theoretisch passen, aber... Okay, irgendeine Umrandung ohne Ausgang oder irgendwas stand da drin? Ich guck mal ganz kurz nach. Was steht denn hier? Erst voller Dattelpalmen und umgeben von der Wüste und einer steinernen Umrandung ohne Ausgang. Okay, also hier sind auf jeden Fall Palmen. Keine Ahnung, dass Dattelpalmen sind. Ehrlich gesagt. Wow. Aber hier gibt es überall Ausgänge. Hier vorne irgendwo... So, hier. Also umgeben von der Wüste würde schon mal passen. Können erstmal hier plündern. Wow. Was ist das hier? Auch was zum Plündern. Ach Gott, das war das Rätsel. Oh mein Gott, ich hätte es überhaupt gar nicht als solches interpretiert. Alles klar, wir haben einen neuen Schild bekommen. Cool. Oh. Ich hätte jetzt tatsächlich irgendwo anders geguckt, hier vorne irgendwo oder so, aber gut, dann hätten wir das nächste Rätsel gelöst. Sehr schön. Gucken wir uns gleich mal das Schild an. Wow. Okay, Ausrüstung. Schild. Was haben wir denn hier? Wir haben Stufe 6 Phalanx-Schild und wir haben hier ein Stufe 10 Schild. Ägäischer Prinz, Fernkampfwaffenwiderstand und Adrenalin bei Paraden. Was haben wir hier unten? Nahkampfwiderstand, Schadensabsorptionsrate. Wir können es erstmal anlegen. Ich meine, das andere Schild können wir auch noch aufrüsten. Das schadet nicht, aber es kostet halt meistens extrem viel Geld, wenn das irgendwie besondere Gegenstände sind. Das ist recht teuer. Ich glaube, so ein Schild aufrüsten würde in dem Levelbereich jetzt so um die 600 Drachmen kosten. Das ist schon echt teuer. Muss man einfach mal sagen. Ja. Hallo? Okay, irgendwas. Ah. Wollte gerade sagen, lass mich raten, du bist hier der komische Geier, den ich treten muss.
Oh. Okay, also die Quests sind auf jeden Fall immer recht einfach zu erledigen. Das sind ja reine Kill-Quests, XP-Quests. Hier oben hatte ich das ja schon mit den Nilpferden, beziehungsweise mit Flusspferden. Und das müsste eigentlich soweit passen. Okay, da haben wir jetzt auf jeden Fall noch eine Quest offen. Wir schauen mal ganz kurz nach. Banditenüberfall, Belohnung, seltener Raubtierbogen. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall auch die Quest für den Karawanen da, für den Nomadenhändler da zu machen. Den Namen schon vergessen, Seda oder sowas. Okay, dann schauen wir ganz kurz auf die Karte. Moment, und zwar oh, ganz hier unten, alles klar. Da muss ich also erst den ganzen Weg wieder zurück. Ja, und einige von euch hatten auch kommentiert in den unter den Videos, dass ihr gerne so viel wie möglich sehen wollt vom Spiel, also auch Nebenquests und Schauplätze und sonstiges. Ich werde natürlich so viel wie möglich zeigen, aber so völlig uninteressante Parts werde ich rauslassen. Also das werde ich dann halt selber beurteilen, wie sinnvoll die sind. Also quasi, wenn man irgendwie lange Reisemöglichkeiten oder also Reisewege hat, um irgendwie von A nach B zu kommen, das werde ich vielleicht rauscutten, wobei man natürlich auch hier so schön die Gegend angucken kann, aber ich denke mal, das wird sich in Grenzen halten, was dann uninteressant ist. Von daher werde ich so viel wie möglich zeigen. Die Nebenquests oder halt Schauplätze, irgendwelche Höhlen oder sonstiges. Da gibt es schon viel zu entdecken. Haben wir ja schon in Siva gemacht quasi. Dass wir dort halt viele Höhlen untersucht haben oder halt irgendwie Oasen, sonstiges. Von daher gibt es noch viel zu sehen. Von einem Kind gemacht. Was ich auf jeden Fall auch nicht unbedingt zeigen werde, sind so die Sachen, dass ich Rohstoffe farme, also in Patrouillen überfallen. Okay, das kann man mal machen, aber wenn man es einmal gemacht hat, dann weiß man ungefähr, wie das funktioniert. Und irgendwie so Gazellen jagen, Hyänen jagen oder sonstiges. Einfach um an Leder, Holz, Eisen und anderes Zeug ranzukommen. Das ist jetzt nicht so spannend, sag ich mal, aber ein bisschen was davon werde ich zeigen. Aber es geht doch schon teilweise echt lange, dass man wirklich viel Zeug zusammenfarmen muss. Von daher, gucken wir mal, ne? Lasst euch überraschen. Hier vorne haben wir auf jeden Fall schon mal wieder ganz viele Reiter. Bewegung! So, der transportiert nichts. Da vorne haben wir, ich weiß gar nicht, was es ist. Ist das Bronze oder was? Mal ganz kurz gucken. Und zwar Inventar. Bronze, ja, alles klar. Gut, ich kann mal ganz kurz schauen, Ausrüstung, hier zum Beispiel, man sieht das, ich brauche alleine hier schon 20 Bronze und das ganze Zeug zusammenzufarmen, hier brauche ich Holz für, hier brauche ich auch nochmal 20 Bronze, also man sieht schon, dass man da recht viel zusammenfarmen muss, von daher, ne, alles will ich da nicht zeigen, aber doch recht vieles schon. Okay, wir haben 2, 4, 6, 8 Stück, alles klar, gut, noch schlafen einige, aber wir können hier einfach mal vielleicht direkt haltet den Gegner auf, ich muss weiter. Okay, das Schlimme an der ganzen Sache ist, der ist jetzt gerade abgehauen da vorne und ich glaube tatsächlich, das ist der Typ mit den Rohstoffen. Er hier ist das doch gewesen, oder? Wo kommst du denn her? Ich töte dich! Oh, keine Munition mehr. Mein Gott. Komm, wie kann das denn passieren? Okay, sehr schön. Bronze erhalten, 10 Stück. Das ist gerade nur eine Patrouille gewesen. 4 Stück bräuchte ich alleine überhaupt mal das aktuelle Level aufzurüsten. Und das ist nur die Bronze. Da kommt noch Holz dazu und Leder und sonstiges Gedöns. Also ziemlich viel. Okay, sehr schön. Dann hätten wir jetzt hier die Patrouille ausgelöscht und irgendwas zum Looten hier irgendwie. Den hatte ich gelootet.
dann weiter in Richtung Lager. Hier vorne müssen wir das Banditencamp auslöschen.